Hi Leute, hier ist euer GreenMile LP und es geht weiter mit dem Let's Play Microsoft Flight Simulator X und dem dritten Part. Wir haben schon die Flugstunde ersten Start und die Flugstunde 2 Grundlagen des Fliegens gemeinsam erledigt. Jetzt steht Flugstunde 3 Orientierung an. Lernen Sie bei einem Flug zu drei Heißluftballons die Navigation mit dem Einsatzkompass und Zeiger. Geschätzte Zeit für die Aufgabe 10 Minuten. Das machen wir jetzt. Dann kommt der Bodenbetrieb und dann Bodenbetrieb und Anflug auf Flughafen. Das kommt aber erst. 6 machen wir auch noch. Dann wir machen nochmal 1 bis 6 und dann schauen wir mal. Ja, ich habe mir Fraps zugelegt, wie ihr hier vielleicht schon seht. Weil mit Fraps, ich kann Flugsimulator zeichnen, kann das ja fast schöner auf, ja. Aber mit Fraps mache ich dann halt meine anderen Spiele. Landwirtschaftssimulator macht Fraps zum Beispiel ganz schön. Aber reden wir nicht länger, machen wir Flugstunde 3 Orientierung. In Flugstunde 1 haben Sie das Starten und Landen gelernt. In Flugstunde 2 haben Sie Flugübungen unternommen. In dieser Flugstunde werden diese Fähigkeiten kombiniert. Die Flugstunde beginnt in Frankreich auf der Startbahn des, jetzt bitte nicht böse sein, wenn ich das falsch ausspreche, Falls Lanas Flughafens LFHO, also eigentlich Lima Foxtrot Hotel Oscar, in Aubenas, der Heimat der Firma Aircreation. Weil unser Trike, mit dem wir fliegen, ist ja von Aircreation. Nach dem Start fliegen sie zu drei Heißluftballons in einigen Meilen Entfernung, kehren dann zum Flughafen zurück und landen. Auf diesem Flug lernen sie die Verwendung des Einsatzkompasses und Einsatzzeigers kennen, die einfachste Navigierungsmethode im Microsoft Flight Simulator einsetzen. Führen Sie vor dieser Flugstunde die Flugstunden 1 und 2 durch. Da wir das haben, fliegen wir die Flugstunde doch mal. Ich habe hier nur eine Tasse Kaffee, aber die ist noch zu heiß. Ah, geht schon los. In dieser Flugstunde fliegen Sie nach dem Start zu drei verschiedenen Heißluftballons und kehren für die Landung zum Flughafen zurück. Um den Motor anzulassen, drücken Sie Steuerung plus E oder klicken Sie auf dem Instrumentenbrett auf den Zündschalter. Betätigen Sie die Feuertaste des Joysticks oder drücken Sie die Punkttaste, um die Parkbremse zu lösen. Da rollt einer hoffentlich startet. Drücken Sie den Leistungshebel von Ihnen weg oder drücken Sie F4, um zu beschleunigen. Ziehen Sie nun den Steuerknüppel nach hinten, um abzuheben. Verwenden Sie den Einsatzkompass und den Einsatzzeiger, um die Heißluftballons zu finden. Drücken Sie K, um den Zeiger auf einen der drei Heißluftballons einzustellen. Sie müssen lediglich in die Nähe der Ballons fliegen, um die Einsatzziele abzuschließen. Sie können die Heißluftballons von jeder Richtung aus anfliegen. Also ich denke mir, wir fliegen zuerst den und dann den, weil wir müssen ja landen auch. Und dann kehren wir so schön zurück. Und jetzt habe ich gerade entdeckt, dass hier so ein komisches Ding aufgetaucht ist. Ich habe das nämlich schon einmal gespielt. Natürlich weiß ich, was das für ein Ding ist. Ich habe diese Mission auch schon mal aufgenommen, aber da war der Windows 7 Sound dann nicht dabei. Also da von unserem Fluglehrer. Und jetzt nehme ich das gerade zum zweiten Mal auf. Und heute ist schon Mittwoch, der 20.11. Und heute soll ja dieses Video erscheinen. Und das habe ich schon am Montag aufgenommen. Habe es aber dann vergessen. Oder gar nicht geschaut. Also das ist halt so ein komischer Speicherturm. Aber jetzt konzentrieren wir uns. Jetzt will ich mal... Ach, das wollte ich gar nicht. Jetzt will ich mal schauen, ob der da hinten
der hinter uns war, schon gestartet ist. Was ist das? Das ist er. Der Turm. Hoch. 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 Ja, der ist halt schon. Ach, da ist er! Oh, Gottes Willen! Seht euch das an. Ist ja lustig. Der Ballon! Da oben! Der Ballon! Ach, da müssen wir jetzt schnell rauf. Also mir macht schon sehr viel Spaß, der Flugsimulator. Deswegen spiele ich ihn auch. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Okay, wie nicht rammen, nicht den Ballon rammen. Das war der erste Ballon. Sie müssen noch zwei Sag weitere mal, an. da steht ja wer drin. Seht euch das an, da steht wer drin. Wie geil ist das bitte? Da steht wer drin. Und ich finde, die Grafiken sind schon auch schön gemacht. Also, da hat Microsoft mal ein gutes Spiel zusammengebracht. Muss man ihm lassen, also muss man Microsoft lassen. Wo ist der Ballon? Da kommt er. Steht da auch hier drin? Na Das klar, war der steht. zweite Ballon. Da Einer ist noch übrig. winkt einer! Alter Leute, da winkt einer. Und jetzt habe ich gerade gegen das Mikro geboxt. Tut mir leid, falls ihr das gehört habt. Ach, da ist er ja, der ist ja tief. Ach, das wird ein kurzes Video, das sehe ich schon. Und ich habe dir das schon jetzt öfters gespielt. Es gibt hier eine Graspiste und hier eine. Oder die Asphalt. Und das wird er uns eh noch erklären. Ach, jetzt hat es kurz geruckelt. Entschuldige mich dafür. Und jetzt landet man halt auf der Sie langen haben alle Ballons angeflogen. Graspiste. Herzlichen Glückwunsch. Sie müssen nun zum Flughafen zurückkehren und landen. Da nahezu Windstille herrscht, können Sie den Flughafen von jeder Richtung aus anfliegen. Der Einsatzkompass und der Einsatzzeiger geben jetzt die Richtung zum Moment. Flughafen an. Der Flughafen verfügt über zwei Ja, kurze jetzt hören wir Grasstreifen und eine lange betonierte Landebahn. Wenn Sie die Herausforderung suchen, können Sie auf einem der Grasstreifen landen. Ich fliege ihn jetzt schon an. Grasstreifen sind oft schwer zu erkennen. Ach ja, jetzt der In dieser Gelbe. Flugstunde sind die Grasstreifen gelb markiert, damit Sie diese leichter Oder ausmachen können. wisst ihr was? Sie Ich lande können mal auf dem außerdem den hinteren. Einsatzkompass und den Einsatzzeiger zwischen den Grasstreifen umschalten, indem Sie K drücken. Sie halten jetzt Kurs auf den Flughafen. Verringern Sie die Leistung, um das Flugzeug auf 60 Meilen pro Stunde oder weniger zu verlangsamen. Das habe ich zwar noch nie gemacht, aber weil eigentlich wäre ich jetzt auf dem da gelandet. Aber der ist kürzer und machen wir das mal. Habe ich auch noch nie gemacht. Ich bin bis jetzt immer auf dem gelandet und einmal auf der Asphalt, glaube ich. Stellen Sie sicher, dass der Motor vor der Landung im Leerlauf ist. Ziehen Sie den Steuerknüppel kurz vor dem Aufsetzen ein wenig nach hinten und lassen Sie das Flugzeug auf den Boden gleiten. Hoffentlich, Sie sind etwas zu schnell, um sicher landen zu Aha. können. Verringern Sie Ihre Geschwindigkeit auf 50 Meilen pro Stunde oder weniger. Wo ist die Landebahn? Da steht ein Bagger unten. Weil ich hoffe, diese Landung gelingt uns jetzt.
Weil die erste Landung im ersten Bad ist ja etwas schief gelaufen. So, jetzt müsste eigentlich der Kaffee schon zu trinken sein. Entschuldigung. Jetzt ist er. Da steht Strafe! Das ist mir ja noch nie aufgefallen. Sind das Schafe? Ach, wie putzig ist das denn? Das sind ja Schafe. Seht euch das an. Das sind Schafe, Leute. Schafe. Wie putzig. Okay, wir sind zu tief. Sie ist es ausgegangen. Okay, wir sind zu schnell, wir sind zu schnell, wir sind zu schnell. Okay, das wird nichts auf der kurzen Bahn. Okay, ich sehe schon, ich muss den Bart drittes Mal aufnehmen. Und dann höre ich jetzt schon auf zu kommentieren. Nö, war nur ein Scherz. Ich hoffe, das gelingt mir, ich hoffe, das gelingt mir. Oh Gott, ich sehe, dass das nichts wird. Ich bin zu tief, ich bin zu tief. Höhe halten. Okay, zu hoch, zu hoch. Zu hoch! Leute, ich habe Angst. Ich habe echt Schiss. Ich habe echt Schiss. 10, 10, 10! Wir sind unten. Wir sind gelandet, Leute. Geil! Sie sind auf dem kürzesten Grasstreifen des Flughafens gelandet. Nicht mehr lange und Sie gehören zu den Profis. Geil! Okay, beenden wir mal. Beenden wir mal. Gut. Abzeichen aus Bronze bekommen wir dafür. Und an dieser Stelle mache ich einen Cut, trinke noch einen Schluck Kaffee. Und sag ciao, bis zum vierten Bad. Tschüss.